Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, diesmal sind wir wieder auf dem Pandela und zwar hier auf Kazak. Da hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen mehr Gold ausgegeben. Ich habe nämlich insgesamt 6 Millionen hier auf den Server von Blackmoor rübergebastelt übers Auktionshaus, haben ein bisschen was verloren. 3 Millionen waren ja quasi Cut fürs Auktionshaus, der dann flöten geht. Und ja, das letzte Mal hatten wir doch einiges gekauft. Ich glaube 1,3 Millionen oder so hatten wir ausgegeben für größtenteils removed item. Ein bisschen was habe ich jetzt von den 6 Millionen noch rumliegen, 4,5 knapp. Und ja, da will ich dann, oder wir hatten glaube ich, nee, 1,5 hatten wir sogar ausgegeben, ne? Nicht, sonst wird es ja gar keinen Sinn machen. Es muss ja auf die 6 Millionen zusammenkommen. 1,5 irgendwas hatten wir ausgegeben, genau. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen über 1 Million raushauen. Ich habe auch schon gescannt und zwar sind einige removed Items hier drin, wie ihr seht, ne? Vom Game removed und die wollen wir uns jetzt mal kaufen. Ja, ich denke mal so, ja, ein bisschen über 1 Million hauen wir raus und ja, mal schauen, was wir alles kriegen. Also, hier, das sind ganz normale Items, da hatten wir das letzte Mal schon geguckt gehabt. Vor allem auch, die sind blöderweise auf Stufe 60, ne? Die kann ich dann leider mit meinen Testcharts nicht kaufen, beziehungsweise kaufen schon, aber lernen kann ich sie nicht, weil die nur Stufe 50 sind, aber die ganzen Removeden können wir lernen und dann würde ich sagen, fangen wir hier an, leuchtende Lederarmschienen, die kosten 97.000, die kaufen wir uns mal, dann was haben wir hier, das ist ein Max-Level-Item, das ist uninteressant, hier haben wir ein Removedes, Schwefelgürtel 125, den kaufen wir uns. Dann haben wir die, da waren gerade Veteranengamaschen, sind die jetzt weg? Ich glaube, da ist gerade eins flöten gegangen. Gut, egal. Dann haben wir hier die untoten Gelenkbänder. Die können wir uns kaufen. Auch ein removedes. Dann die Armschienen. Untoten bekämpfen. Auch 125k. Die kaufen wir uns auch. Dann haben wir Robe des Adligen. Die kaufen wir uns auch für 125.000. Dann Schwarzfell Streitkolben, den kaufen wir uns auch. Was haben wir denn bis jetzt ausgegeben? 722.000, okay. Schwarzfell Stiefel, die kosten auch 125.000. Dann, da sind die Veteranengamaschen. Irgendwie sind die jetzt nach oben oder nach hinten geswappt. Moment, das ist gar kein removedes Item. Das ist ein World Drop. Halt, stopp, die muss ich kurz nachschauen. Nicht, dass wir jetzt versehentlich was kaufen, was nur woanders günstiger ist. Bei removeden Items, die sind meistens nicht auf allen möglichen Servern drin. Heißt relativ selten. Jetzt schauen wir mal Gamaschen, dass ich mich nicht vertipp. Ich habe mich vertippt. Veteranengamaschen. Da haben wir sie. Also, jetzt gucken wir die einmal nach. Und zwar gibt es zwei Stück, die günstig sind. Auf Kazak und auf Terrence Mill. Und die nächsten sind dann bei 6 Millionen, okay. Also das scheinen hier zwei absolute Schnapper zu sein, im Gegensatz zu dem anderen. Ah ja, okay. Ja, der aktuelle Preis sind es 3 Millionen, im Durchschnitt sind es auch 4 Millionen. Okay, ich glaube, das da ist ein absoluter Schnapper, wenn ihr das seht hier im Vergleich. Die kaufen wir uns wohl. Das ist ein richtig seltener World Drop. Eingetütet. Was haben wir dann? Rattenstoffgürtel, das ist ein removedes, das tüten wir uns auch ein. Dann, was haben wir? Geringer Gürtel der Spitze, der wird auch eingetütet. So, jetzt schauen wir mal, wie viel haben wir ausgegeben? 1.222.000, fast eine Schnapszahl. Dann geht es jetzt hier weiter mit Items, die kosten 150k. Und da habe ich hier einen removeden, das Cape. Ah doch, das kaufen wir uns, 150. Dann haben wir Nekrologie-Robe. Die habe ich auch schon irgendwo nachgeguckt. Genau hier, das ist nämlich kein Remove, das ist auch wieder irgend so ein seltener Drop. Und die günstigste, also das ist hier diese Robe, ne? Und die günstigste ist hier auf Kazak für 158k, dann geht es hier bei 200k auf Anto weiter. Und die anderen sind jetzt 300.000 oder 500.000 hier. Also ich denke mal, die kann man sich auch kaufen. Ist ein Zonendrop aus Burg Schattenfang, ich denke mal, den kaufen wir uns. Und was haben wir dann noch? Kampftunika, auch ein Remove, das 150, komm, holen wir uns auch. So, ich denke mal jetzt, stoppen wir, 1,6 Millionen haben wir rausgehauen, doch ein bisschen mehr als ich wollte, aber dafür haben wir jetzt die ganzen Sachen, die in Anführungszeichen günstiger sind von den Removeden. Wie viel waren denn das jetzt?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Stück habe ich jetzt gekauft. Ja gut, haben wir doch mal nochmal, also es sind jetzt 11 Removed und 2 World Drops, ne? Also es sind nochmal ein paar echt seltene Sachen dabei gewesen. Mal gucken, die nächsten gehen jetzt hier bei 178 los. Da warte ich jetzt erstmal noch ein bisschen, vielleicht kriege ich die nochmal irgendwo anders günstiger. Aber die ganzen halbwegs günstigen Items, ne? Also günstig im Rahmen von Removeden, die haben wir jetzt hier rausgezogen. So, jetzt muss ich mal sortieren, dass ich die zu meinen Twinks schicke. Leder, Stoff, das ist ein Streitkolben, den kann ich dann zu meinem Plattenschar schicken. Kette, Umhang, den können wir dahinter schieben. Stoff, sind wenig, doch ein Platten-Item haben wir dabei. Und das ist auch nochmal Stoff. Schauen wir mal, ob ich direkt was von den Kettensachen lernen kann. Stufe. Das sind meistens richtig Low-Level-Sachen, ne? Jetzt gucken wir nochmal Kette, weil wenn wir es mit der falschen Rüstungsklasse lernen, dann ist immer ein bisschen RIP. Ah, ich hatte gar keine Schuhe an, interesting. So, die muss ich dann aus meinen ganzen Listen nur austragen, dass das dann passt, ne? Wo ich dann immer so ein bisschen die Items suche. So, okay, den Kolben kann ich nicht lernen, das kann ich auch nicht lernen, Stufe 40. Gut, das war jetzt dann doch wieder einiges, was wir da rausgehauen haben. Insgesamt war das jetzt 1.672.000, das muss ich gleich nochmal in eine Tabelle mit eintragen. Wo ich da immer die Ausgaben mit tracke. 1.672.000. Gut, ich werde jetzt die ganzen Sachen auf meinen Twinks verschicken und lernen, beziehungsweise aus meinen Tabellen austragen. Da habe ich ja, ich kann es euch vielleicht mal zeigen, zum Beispiel hier die Tabelle mit den ganzen removeden Items, ne? Beziehungsweise Sachen, die ich jetzt auch noch aus Dungeons brauche oder aus Raids. Hier sind, glaube ich, auch das eine Item müsste dabei sein, ne? Was wir jetzt eben gekauft haben. Und ja, da sind schon noch ein paar, vor allem removed Items sind es halt viele, aber so langsam kriegen wir das ein oder andere weg und ja, auch Gold verlieren wir dadurch relativ gut, aber dafür ist es ja auch da. Gut, damit sind wir wieder fertig mit dem kleinen Waste-Video, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr gerne im nächsten Teil wieder rein. Euer Tila, bis dahin, ciao.